Gut. Hallo liebe Sheila, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist bei mir in der Business Lounge. Ich kenne dich jetzt schon ja, eine kurze Weile, noch nicht so lang, Ja. habe aber schon sehr viel von dir gelesen und sehr viel gehört, mit dir viel gesprochen und bin daher schon sehr gespannt auf unser Gespräch, wo es uns denn hinführen wird. Bevor wir in die Tiefe gehen, würde ich dich bitten, dass du ein paar Worte zu dir sagst und uns erzählst, was du denn gerade so tust. Das mache ich. Ich mache mal erst auf Do Not Disturb, so wer weiß es noch an. Und nicht, dass jemand uns stört während des Gesprächs. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin Amerikanerin. Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Und mein Business spielt sich ab auf shaliastevens.com. Dort bin ich als der virtuelle Coach positioniert. Ich helfe Experten und Solounternehmern, vor allem Coaches, Trainer, Berater und andere herzgetriebene Dienstleister, sich auf dem Markt zu positionieren, mehr Kunden zu gewinnen und ihr Business online zu bringen. Das ist mein Business und was ich so mache, was interessiert dich da, Silvia? Nein, also für den Anfang reicht es jetzt einmal. Ich würde gerne so ein bisschen zurückgehen, ein bisschen in deine Vergangenheit. Ich gehe mal davon aus, du machst das jetzt auch noch nicht ewig, obwohl du, glaube ich, schon sehr lange dich mit Online-Marketing beschäftigst. Aber so dein Weg, wie du denn dort hingekommen bist, wo du denn heute stehst. Also, wo soll ich anfangen? Das ist immer die Frage. Was mich persönlich interessieren würde, warum bist du denn überhaupt von Amerika weggegangen? Das würde mich interessieren. Ja, wieso bin ich von Amerika weggegangen? Weil ich einen ganz süßen deutschen Jungen kennengelernt habe. Mein Mann nämlich, mit dem ich auch schon über 20 Jahre zusammen bin. Der ist der absolut ausschlaggebende Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Und er hat damals als Austauschstudent war in Amerika bei Georgia Tech Universität in Atlanta. Okay. Und als Ingenieurschule hatten sie natürlich sehr wenig Frauen. Leider ist das nach wie vor so. Und ich habe an einem Frauencollege studiert in der Nähe von Atlanta. In so einem ganz kleinen College mit 600 Frauen. Wir waren ausschließlich Frauen. Okay. Eine der sehr wenigen noch übrig gebliebenen Frauencolleges in Amerika. Und wir hatten keine Männer. Und guter Tausch dann. Ja, genau. Und ich hatte eine Phase damals, wo ich mich hingezogen gefühlt habe zu den europäischen und südamerikanischen und überhaupt so Ausländer. Also alles mit irgendwie anders aussehen und anders sprechend hat mich sehr, sehr angetan zu der Zeit. Okay. Ja. Und so bist du in Deutschland gelandet. Das ist ein schöner Grund. Ja, genau. Verliebt, verlobt, verheiratet sozusagen. Und mein Weg in den Online-Marketing ist über den Onkel von Heiko gegangen, weil als wir entschieden haben, dass ich rüberkomme, war mein Mann absolut noch nicht bereit zu heiraten, wie die meisten Männer. Manchmal muss man den zu ihrem Glück überzeugen. Ja. Und das ist schön gesagt. Und der Weg damals in Deutschland zu bleiben als Amerikanerin war gar nicht so einfach. Und sein Onkel hat eine PR- und Marketingagentur gehabt. Und er hat gesagt, komm, ich sponsor die Shelly, was kann die überhaupt? Und, und das habe ich mich auch gefragt mit 21. Und dadurch, dass ich Mathe studiert hatte und ein bisschen programmieren konnte, hat er gesagt, du, wir wollen für unsere Kunden eine Online-Abteilung aufbauen und wir brauchen jemanden, der HTML programmieren kann. Und ich habe wirklich binnen über die Weihnachtsferien 95, ich kann mich genau erinnern, habe ich mich so einen dicken Schinken genommen, das hieß HTML for Dummies. Kennst du diese? Sag's lieber nicht. Und ich habe dieses Ding durchgelesen und ich bin aufgetaucht am ersten Tag und gesagt, ich kann das. Und ja, so ging mein Weg in die Online-Welt und auch in das Online-Marketing los, zurück in 95. Und jetzt sprechen wir in 2016 und seitdem hat sich viel getan und ich bin auch diesem Online-Marketing sehr treu geblieben über die ganze Strecke.
Okay, das heißt, du hast es in Fleisch und Blut mittlerweile. Ja, absolut, weil ich habe 14 Jahre als strategische Planerin, beziehungsweise, ach, die ganze, weißt du was, wie man das sich verändert über Zeit. Also ja. Angefangen mit dieser Programmierung hin zu Projektmanagement, Abteilungsleitung, später Konzeption, dann strategische Planung. Und zum Schluss in den Agenturen war ich bei strategischer Markenplanung für große Markenkunden wie Adidas, BMW und Co. Und ja, das hat sich danach irgendwo weitergetragen in meine Selbstständigkeit. Okay, genau. Und selbstständig bist du seit? Also, es hängt davon ab, wann du offiziell guckst. Und ich bin immer selber am Überlegen, seit wann bin ich das? Aber offiziell bin ich aus der Agenturwelt ausgestiegen in 2008. Und ich hatte so 2,5, 3 Jahre, wo ich zurückgegangen bin an die Uni. Wir haben gerade darüber im Vorgespräch geredet, nach Wien. Genau. Das verbindet uns beide. Ja, das verbindet uns gleich. Ja, und in dieser Zeit war ich offiziell auch selbstständig gemeldet und habe auch neben dem Studium habe ich auch Aufträge angenommen als Coach und als Trainer. Aber richtig gestartet mit meinem eigenen Business habe ich im Sommer 2010. Okay, sind auch schon 6 Jahre wieder her. Ja, schon eine ganze Weile. Ja, schon eine ganze Weile. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was war denn für dich am Anfang? Jetzt nehmen wir einfach 2010, wenn du sagst, das ist jetzt so der richtige Start, wo du wahrscheinlich auch nicht so diesen Backup dann gehabt hast und dich wirklich entschieden hast, in die Selbstständigkeit zu gehen. Was waren denn da so deine größten Hürden, deine persönlichen? Ich hatte alle Hürden der Welt. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, weil ich kann mich genau erinnern, als ich auf diesem Karriereweg in den Agenturen war, um einen Vergleich herzustellen, ich war, Stück Strom oder ich weiß nicht, ich war auf dem Karriereweg nach oben, weißt du? Stück für Stück. Ja, und ich war so total fokussiert auf meinen Karriereweg, der Leiter hinauf, so diese Direktorenstelle. Und ich habe peu à peu mich hingearbeitet über diese 14 Jahre. Und ich war auch in meiner Tätigkeit sehr erfolgreich und ich habe auch immer mehr und besser verdient und sozusagen, ja, einfach den klassischen Weg nach oben gemacht. Ja, dann fing ich mit meiner Selbstständigkeit an und alles war anders als diese vorherige Zeit. Ich habe mich vorher habe ich mich wie ein Star, ein Gewinner, ein gefühlt und plötzlich in meiner Selbstständigkeit habe ich mich wie eine totale Niete, eine totale Null, eine total Verliererin gefühlt, weil ich konnte nichts. Ich konnte wirklich nichts. Und ich weiß, dass es viele Geschichten da draußen gibt von Übernachterfolg und schneller Aufstieg. Mein Weg über die letzten 6 Jahre war das überhaupt nicht. Also ich habe einen sehr holprigen Weg gehabt und es gibt keine Herausforderungen des Unternehmertums, die ich ausgelassen habe. Okay. Gibt es irgendeine spezielle, wo du sagst, das hat ganz lang gebraucht, bis du das auflösen konntest oder vielleicht auch noch immer irgendwie daran? Ich habe die ersten 2, 3 Jahre gebraucht, überhaupt herauszufinden, was bin ich für ein Coach? Wer ist meine Zielgruppe überhaupt? Was biete ich denn überhaupt an? Ich habe ewig gebraucht, bis ich verstanden habe, wie kann ich anderen helfen genau? Und ich habe in der Zeit auch nicht unter fehlender und mangelnder Klarheit gelitten, sondern auch an innere Zweifel ohne Ende. Ja. Also du hast wirklich das ganze Repertoire gehabt. Ja, das was man so kennt. Oder ich habe Schwierigkeiten gehabt, konsistent Kunden zu bekommen. Ich habe zwar zum Glück von Anfang an immer wieder Kunden gewonnen, aber bei weitem am Anfang nicht regelmäßig. Wie gesagt, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich habe wirklich alles gehabt. Du hast alles gehabt. Ja. Das ist gut zu hören, weil das ist genau diese Geschichten von den Erfolg über Nacht und es ist alles so easy und ich habe diese Person noch nicht kennengelernt. Also ich habe doch jetzt mit schon einigen und auch sehr erfolgreichen Unternehmerinnen gesprochen. Diesen Erfolg über Nacht, der hat zumeist 5 bis 10 Jahre gedauert. Ja. So lang war diese Nacht, bis dann das Erwachen kam eines Morgens. Und es war dann.
Du hast es eh schon angesprochen. Gehen wir zur Positionierung. Ich habe die Schwebebalkenstrategie und der Punkt 3 ist die Positionierung. Ja. Du hast selbst schon jetzt gesagt, dass du auch eine Zeit lang gebraucht hast. Was hast du denn für dich auch so dieses, weil ich erlebe es auch immer wieder, also ich lebe es auch bei mir noch immer, immer wieder, dass sich das verändert, aber ich lebe es ja auch den Kunden, dass es ein wahnsinnig schwerer Prozess ist. Es ist eine wahnsinnig schwere Geburt. Ja. Kannst du es für dich auch so ein bisschen erzählen? Du hast eh schon erwähnt, dass es bei dir auch schon schwer war, aber was waren so deine, woran kannst du dich gut erinnern, wo du sagst, oh, das hat irgendwie, das war mühsam oder was hat dir dann vielleicht auch geholfen dabei? Mhm. Ja, sehr gerne. Also, was war mein Positionierungsweg bis hierhin? So eine klare Elevator Pitch, wenn du mich fragst am Anfang eines Videos, stell dich vor. Ah, ich kann sagen, super. Am Anfang, wo ich noch in dieser Schwebe war, zwischen Agentur und neue Selbstständigkeit und noch studiert habe, was am Anfang passiert ist, ist, dass ich einfach, dadurch, dass ich so lange in einer Branche tätig war, hatte ich natürlich in dieser Branche sehr viele Kontakte. Ja. Und meine ersten Kunden und Aufträge kamen einfach über diese bestehende Netzwerkkonstrukt. Die Leute haben durch, indem sie mich privat getroffen haben, davon gehört, dass ich gerade diese Ausbildung mache, und sind auf mich zugekommen und haben gesagt, du, ich glaube, ich könnte dein Coaching gebrauchen. Also sogar mein allererster Kunde war mein damaliger Chef. und ich war total überrascht, weil ich dachte, was will er von mir? Ich kann ihn doch gar nicht coachen. Ich habe es auch gesagt, du, ich stecke noch in der Ausbildung, ja. Und so kam es auch dann, dass er mich gefragt hat, ja, aber kannst du dann auch das Team coachen? Und am Anfang war ich stark in der Agentur tätig mit Kreativteams, mit Beratungsteams, mit den Führungskräften und habe also all das neue Wissen, was ich hatte, einfach bei denen angewendet, auf verschiedenste Art und Weisen. Und es war auch stark anfrageorientiert, nach dem Motto, wir wollen im Kreativ-Ranking besser werden und könntest du uns helfen, Team braucht Hilfe mit Big-Picture-Thinking und das kannst du sehr gut und so weiter. Ja. Und so habe ich mich dran gemacht, Coaching- und Trainingskonzepte zu erarbeiten, die auf diese Probleme passten, also die Lösung dafür darstellten. Okay. Und ich habe das über diese zweieinhalb Jahre gemacht. Und einfach für mich gemerkt, im Tun, dass es nicht das Richtige war für mich. Ich mochte nicht dieses klassische Hingehen vor Ort, an einem Ort gebunden sein oder auch, ich habe teilweise so dieses Change-Management-Prozesse, wo der Einzige, der Change wollte, war der Chef und ich, weil ich beauftragt wurde, aber kein anderer wollte mitmachen. Also diese ganzen Prozesse haben mir nicht so gesprochen und ich habe einfach eine Unzufriedenheit gespürt, das ist es nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Das ist nicht der Art von Coach, den ich bin. Aber was dann? Ja, und ich muss ehrlich gestehen, ich wusste es nicht. Und ein Stolperstein, der mir im Weg stand, und das kenne ich von vielen meiner Kunden auch, und du sicherlich auch, ist, manchmal, wenn wir aus einer vorherigen Karriere aussteigen, gibt es meistens eine Weg-von-Motivation. Genau, ja. Und man entwickelt auf dem alten Fachgebiet, auf dem alten Lebensbereich, sowas wie eine innere Allergie. Das heißt, ich wollte am Anfang partout nichts mit Marketing mehr zu tun haben. Ich habe gedacht, das ist böse, das ist schlecht, das bringt keinem was. Und daher konnte ich nicht irgendwie an das Alter verknüpfen so richtig und hatte richtig Schwierigkeiten, weil ich dieser Abwehrmechanismus gegen meine Erfahrung, wo ich so viele tausende Stunden an Erfahrung gesammelt habe. Du kannst dich damit identifizieren. Ja, das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Ja. Ja. Aber erzähl weiter, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Gut, ich dachte, du wolltest was sagen. Und ja, und so habe ich gedacht, okay, aber was könnte es dann sein? Und ich habe wirklich begonnen, in mich zu gehen, nach USA zu schauen und ich habe begonnen, mich für Webinare einzutragen. Und zwar auf dem heutigen deutschsprachigen Markt sieht das
die ganzen Leute online tätig sind. Es gibt welche, die bekannter sind als andere. In Amerika gab es das in der Phase auch. Und ich habe begonnen, diese Leute per E-Mail-Newsletter, per Webinar, per Blog und alles zu folgen. Mhm. Und ich habe wie ein erstes Gespür gehabt, ich möchte vielleicht irgendwas mit Coaching im Online-Bereich machen. Mhm. Aber noch nicht mit Marketing. Das war irgendwie immer weit weg. Immer noch weit weg. Und ich habe es mir auch nicht wirklich zugetraut, weil ich das in meinem Business auch noch nicht richtig so auf die Reihe gekriegt hatte, dass ich mich selbst gut vermarktet und so zu regelmäßige Kundengewinnung. Ich dachte, wenn ich das nicht kann, dann kann ich es anderen beim besten Willen nicht beibringen. Mhm. Genau. Und so ist der Weg. Und so bin ich über diese vielen Webinare auf die Nicola Bird gekommen. Die ist die Gründerin von Jigsawbox. Mhm. Jigsawbox ist eine Plattform für Coaches, von einem Coach von ihr entwickelt, wie man sein ganzes Wissen, seine ganze Expertise verpackt, auf diese Online-Plattform zur Verfügung gestellt und als Online-Programme und Gruppen-Coachings verkauft. Mhm. Und nach ihrem Vorbild habe ich begonnen zu denken, ja, also so könnte meine Selbstständigkeit vielleicht aussehen. Mhm. Aber der nächste Knackpunkt war, ja, aber was genau? Und ich habe einfach auch auf diesem Bereich angefangen, anstatt Marketing, was ich heute mache, Business und Marketing, authentisches Business und Marketing für Solopreneure, war damals eher so die Idee, okay, vielleicht bringe ich anderen Coaches, Trainer und Berater bei, wie sie Webinare halten, wie sie ihr E-Mail-Marketing aufsetzen, wie sie mit der Technologie, mit dem Umgang im virtuellen Klassenzimmer umgehen können. Mhm. Es war sowas wie, zurückblickend, wie eine Brückenpositionierung. Mhm. Weil ich war noch nicht so weit, so reif für das, was ich heute habe, also habe ich diese Brücke geschaffen. Mhm. Ja, und so ging das einfach weiter. Bestimmt, gell? Ja, ja. Ja. Ich will noch mal kurz zurück auf dieses sich nicht zutrauen und alte Brücken abschlagen. Mhm. Weil ich das auch sehr oft kenne, genau dieses, ich will das nicht mehr, mich stresst der Job, ich will da raus, ich will das Hamsterrad raus, ich will ein Lifestyle-Business, ja, was auch immer für Schlagwort da jetzt kommen. Ja. Und ich will genau dorthin. Dieses Brücken abschlagen, bemerkst du das auch oft in deiner Arbeit mit deinen Kunden, dass das passiert, dass sie sagen, und da ist ja so wahnsinnig viel Erfahrung, Expertise, auch Sicherheit. Mhm. Also, weil wenn man das über Jahre lang gemacht hat, ist das ja ein wirklich riesiges Wissen. Und dieses Abschlagen ist ja eigentlich für die Außenwelt sehr schade, weil es geht ja da wahnsinnig viel verloren, was sehr, sehr schade ist. Wie kann man das, glaubst du, doch irgendwie mitnehmen? Also was wäre denn ein guter Weg zu sagen, nicht abschlagen, sondern anschauen und mitnehmen? Vielleicht auch in einer anderen Form. Oder glaubst du, dass es einfach diese Zeit des Wachstums benötigt? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ich sehe das bei meinen Kunden. Es gibt die ganze Bandbreite. Manche knüpfen sofort an das alte Leben dran und sie positionieren sich auf dem neuen Gebiet sehr ähnlich oder mit dem verbunden und fühlen sie sich wahnsinnig wohl damit. Also es stärkt ihnen auch in ihr Gefühl. Mhm. Andere machen dieses Abschlagprinzip wie ich, dieses Cut. Und ich rate sie weder in die eine oder andere Richtung, weil innen drin müssen sie einfach dem nachgehen, was gerade ist. Und wenn dieser Abschlag notwendig ist, diesen Cut, um in die nächste Stufe zu gehen, dann ist die notwendig. Und es kann sein, und ich meine, meiner Erfahrung nach, kommen die meisten, zu 95%, 99%, wieder zurück, weil ihnen passiert, was mir passiert ist, nämlich ich habe gemerkt auf dem Weg, ich bin nicht umsonst in diesem Bereich gelandet, ich habe mich nicht umsonst weiterentwickelt auf dem Bereich, es gab ganz, 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 ganz viel, was ich daran liebte, mochte, es gab nur so viele andere Sachen, die ich nicht mochte, ich habe die irgendwie verschmolzen, in Verbindung gebracht und ich habe wie einen Verarbeitungsprozess benötigt, wie ich diese, was ich nicht mochte, von dem, was ich liebte, trennen konnte, das wieder bereinigen konnte und nach vorne gehen konnte. Okay. Und jedes Individuum muss einfach in sich spüren, seine Weisheit hinterhergehen und sagen, was ist mein Prozess? Mhm.
Und der braucht einfach, also dieser Prozess braucht einfach, der geht auch nicht über Nacht, wenn wir jetzt wieder bei diesem sind, das geht nicht über Nacht, dass du das, oder ganz selten, dass du das findest, dass du rauskommst und sagst, so, da bin ich jetzt und genau das ist es. Ja, das ist erfahrungsgemäß, also die wenigsten Personen, die ich kenne, haben einen sehr schnellen, ja, so bin ich positioniert, und das ist und so es für, bleibt es auch für so, die nächsten 10 Jahre, ne? So bleibt es für immer und ewig, also das wäre, das ist sehr untypisch, und ich habe eine sehr spezifische Haltung dazu, und die kommt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das eine ist die innere Sicht, weil wenn ich mich selbstständig mache, als Unternehmer, als Unternehmerin, dann begebe ich mich auf einen Weg des sehr hohen persönlichen Wachstums. Genau, ein guter Punkt, ja. Es gibt kaum einen anderen Weg oder Prozess, den ich auf der Welt kenne. Und glaub mir, ich habe in meinem Leben sehr viele Schicksalsschläge erlitten, Gutes und Schlechtes. Das heißt, wenn du in einem persönlichen Wachstumsprozess bist, dann ist diese langsame organische Findung deiner Positionierung gehört zu dem gesamten Werden einfach dazu. Und auf Englisch haben wir einen Begriff, es heißt Rite of Passage. Ein Rite of Passage, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber es sind Rituale und Abschnitte in unserem Leben, die feiern wir in einem afrikanischen Dorf. Was ist der Ritual, wie ein Junge zu einem Mann wird? Oder ein, okay. Wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht. Ich auch weiß nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich solche, es sind halt so Lebensabschnitte, aber das ist so genauso dieses Kind zum Jugendlichen, der Jugendliche zum Erwachsenen, aber wir haben da eigentlich nicht ein Ritual, dass das großartig gefeiert wird. Das hat viel bei uns mit der Gesetzgebung dann eher zu tun. Und sagen, jetzt bist du 21, jetzt bist du halt volljährig und auch rechtlich. Loslegen. Ja, genau. Es ist wirklich schade, weil... Weil in diesen Kulturen, wo es diese Rituale gibt, da wird gewürdigt, welcher Weg damit verbunden ist, dass man von dem Abschnitt ins nächste kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist spannend. Ja. Und ich finde, wenn jeder Unternehmer oder eine Unternehmerin sieht, okay, ich werde einige solche Rites of Passage haben über meinen ganzen Weg in der Selbstständigkeit. Und der erste Abschnitt für die meisten ist mit diesen sehr hohen Stolpersteinen, Unsicherheiten, Selbstzweifel, all diese Dinge, die ich zu Beginn besprochen habe, Positionierungsfindungsschwierigkeiten und all das, verbunden und sagen, ja genau, das ist normal, das gehört dazu, genau wie die Pubertät zum Teenager gehört. Genau, ja. Und ich gehe mit dem. So, das ist die eine Sicht, also das gehört zu diesem natürlichen, organischen Wachstum. Die andere Seite, und da habe ich heute auf meinem Spaziergang heute früh drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass wir heute ein wenig über Positionierung reden, ich wusste nur nicht, was genau. Und in den Agenturen, wo ich gearbeitet habe, ich habe dir erzählt, ich habe mit großen globalen Markenkunden gearbeitet, die alle kennen weltweit und die in sehr viele Märkte vertreten sind, ganz viel Fernsehwerbung und whatever. Und wir haben in der strategischen Kommunikationsabteilung mitunter mit der Markenabteilung des Unternehmens oder mit der Marketingabteilung des Unternehmens oder mit der Verkaufsabteilung des Unternehmens etc. die Aufgabe gehabt, die Marke gewisserweise zu steuern und die Produkte auf dem Markt zum Erfolg zu führen, mitunter über die Markensteuerung. Das heißt, dass das Unternehmen im Internen weiß, wie sie positioniert sind. Das ist auch ein fortwährender Prozess, die sie ständig wechselt. Die interne Klarheit und dann sicherzustellen, dass die Marke am Markt so wahrgenommen wird, wie das Unternehmen das im Innen fühlt. Und das ist ein stetiger Steuerungsprozess. Nur hier ist das Ding. Ich habe mit Marken gearbeitet, die in einer Garage angefangen haben. Und wo die Gründer mit Leidenschaft, ohne Mittel, ohne Können irgendwie begonnen haben, herumzustochern und zu probieren und zu experimentieren. Und aus dieser Leidenschaft ist über Jahrzehnte, ist dann irgendwann mal eine Marke da gewesen. Eine starke Marke, ja. Und diese starke Marken, die stammen meistens von schwierigen Anfängen. Und sie haben langfristig Bestand und sie werden nicht künstlich irgendwie, das ist unsere Positionierung, so ist es, sondern
du hörst von den Leuten, die sagen, hey, so hat's, so, das ist unsere Geschichte, das ist unser Heritage, so sind wir geworden. Und sie sind oft dabei, zu versuchen, dass dieses Spirit irgendwie festzuhalten und die Zukunft weiterzutreiben. Wiederum andere Marken, die Kunden, die zu uns gekommen sind, und die gab es ja auch, sie sind gekommen und haben gesagt, wir wollen eine Marke aus dem Boden stampfen. Also ich kann mich super erinnern an eine Agentur in München, wo ich gearbeitet habe. Und eine große Telekommunikationsfirma ist zu uns gekommen und hat gesagt, wir wollen diese Marke aufziehen. Es sollte eine sofortige Konkurrenz werden zu Marke XY. Es soll jung wirken und cool und dies und jenes. Aber da war nichts da. Es war nur so eine Positionierungsversuch aus wirtschaftlichen getriebenen Gründen. Da war kein Herz drin, da war kein Spirit drin, da war keine schwierige Geburt in der Garage, da war kein langjähriges Herumstochen und Probieren. Und heute gibt es diese Marke noch, ich sehe sie immer wieder mal in der Werbung, und sie ist flach, sie ist flach, sie lebt nicht, die ist irgendwie, die läuft neben den anderen Produkten. Verstehst du, was ich Ja, sage? das ist nämlich ein guter Punkt, deswegen ich würde gerne jetzt doch noch mal zurück zur wie habe ich denn, ich schneide ab meine Vergangenheit und will eigentlich ganz was anderes machen. Und das ist ja auch ein bisschen dann mit dem vergleichbar, weil wenn ich genau meine Geschichte, weil die hat mich ja dorthin gebracht, wo ich heute bin, so wie du auch gesagt hast, es hat einen Grund gehabt, warum du auch im Online-Marketing oder im Marketing so lange warst. Es hat dir auch Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es bei ganz sehr oft es fehlt dann die Hülle und auch die Fülle, also eigentlich die Hülle und die Fülle, nämlich genau diese 20, 30 Jahren, die dich ja ausmachen. Und wenn du selbstständig bist und als Einzelunternehmer dich da durchkämpfst, hast du ja nur deine Person. Ja, du hast ja nichts anderes. Du hast vielleicht ein Produkt, aber Ja, aber du ansonsten bist das Produkt. Meistens. wenn du jetzt, genau, wenn du Coach und Berater bist, dann bist du auch noch das Produkt. Auch wenn du irgendein Online-Produkt hast, bist du das Produkt. Und da ist es ja ganz, ganz, ich will es ja gar nicht falsch sagen, aber ich glaube, es ist notwendig, die Vergangenheit mitzunehmen, weil das ja das Gesamte ausmacht. Ich sag mal so, ich würde es nicht Vergangenheit nennen, aber ich würde sagen, es ist wichtig, dich selbst voll und ganz mitzunehmen. Und du wirst dich eh verändern. Und weil du dich veränderst, verändert sich deine Positionierung über Zeit. Das ist das, ja. Und ein anderer Punkt auch noch, eigentlich mal, wie du das erzählt hast, zwei Sachen eingefallen. Der erste, ein ganz ein großer Unterschied, und ich glaube, wo viele auch Probleme haben, ist, dass sie sich selbst vermarkten müssen und nicht ein Produkt von einer Firma. Also ich nehme jetzt, ich glaube, du hast auch mit BMW zu tun gehabt. Ich habe sehr viel mit Red Bull zu tun gehabt. Das ist ja, diese Marke zu vertreten, ist ja ziemlich leicht. Weil ist schon ein Wahnsinns-Image da, da gibt es ja schon etwas. Aber dann kommt man plötzlich selbst auf den Markt und hat dann einfach nur einen Namen. Und der wird vielleicht auch noch übertüncht durch irgendeinen Fantasienamen, weil es möglicherweise leichter ist. Das ist ja plötzlich ganz eine andere Welt. Und das ist ja eine riesige Schwierigkeit, sich dann so zu positionieren mit sich selbst. Und das auch, was du vorher gesagt hast, diese persönliche Weiterentwicklung. Lernt ja nie so viel wie in der Selbstständigkeit. Und dieses Gesamt, und das ist wirklich auch ein. Also hast du das auch so gesehen, dass es einen Riesenunterschied macht? Ja, natürlich. Also das ist auch mitunter ein Grund, warum ich es am Anfang so schwierig hatte, weil ich hatte ja diese fundierte Marketingkenntnisse über viele, viele, viele Jahre, viel Erfahrung. Und ich konnte es wenig auf mich selbst übertragen. Und es gab zwei Gründe dafür. Weil einerseits funktioniert Dienstleistungsmarketing anders als Produkt vom Marketing. Also, und obwohl ich in der Agentur auch viele Dienstleistungskunden hatte, auch wie große Banken, ich habe wie die Prinzipien noch nicht ausgearbeitet, was der Unterschied ausmacht. Das war das Erste.
Und das Zweite war, wie du sagtest, also ich musste mich zeigen. Ich war nicht irgendwo hinter einem Team in irgendeiner Agentur versteckt, was in einem Präsentationsraum einen Pitch macht. Das ist unsere Kampagnenidee. Sondern ich musste rausgehen. Ich musste mich zeigen. Ich musste für etwas stehen. Und ich hatte wie das Gefühl auch, oh Gott, was ist, wenn ich was sage, was blöd sich anhört, wo andere eine andere Meinung dazu haben. Etliche Sachen, also. Und ich war nicht bereit, Stellung zu beziehen an vielen, vielen Ecken, weil ich einfach so green war, so grün hinter den Ohren oder wie auch immer. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, grün hinter den Ohren. Ja. Ja, sagt man schon, okay. Und ja, auch das, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ist ein Prozess. Und das sage ich meinen Kunden auch immer, das kommt nicht von, es sei denn, du bist eine Rampensau oder du liebst die Bühne und du bist irgendwie so geboren und du hast das als Vorliebe, aber die meisten sind nicht so drauf. Und es ist eine große Überwindung, über sich selbst zu sprechen, sich zu zeigen. Ja, klar. Ich habe jetzt, ich habe gerade einen Artikel geschrieben und auch über Positionierung. Und für mich ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, sich über die eigene Stimme zu positionieren. Und ich meine jetzt aber gar nicht nur die äußere Stimme auch, sei es jetzt über Podcasts, Videos, was auch immer, aber die innere Stimme. Sich darüber zu positionieren, weil die ist so einzigartig wie deine DNA. Ja. Niemand hat jetzt nämlich sowohl die äußere Stimme als auch die innere Stimme so wie deine. Ja. Und das ist aber eine Riesenhürde, sich die eigene Stimme zu finden und die auch rauszulassen. Ja, das ist so. Das ist Aber das ist aber auch okay, und ich sag dir warum. ja. Ich war neulich mit meinen Nichten, war ich Bowling über, ich glaube, kurz vor Weihnachten, weil sie wollten Bowling gehen. Ich weiß nicht warum, und ich dachte, cool, ich liebe Bowling, geh mal, geh mal. Und die Kleinste ist 10, und sie ist sonst sehr sportlich, spielt Handball und so weiter, aber sie hat das erste Mal diesen Bowlingball in der Hand genommen, und sie hat gemacht, was man macht am Anfang, so zwischen die Beine mit beiden Händen und irgendwie so roll langsam nach vorne, und der Ball ist in dieser Seite, wie heißen die? Ja, ich weiß nicht viel, aber diese Schiene, Diese diese Schiene. Aufprallschiene. Ja. Ja, und zwar jedes Mal. Und meine Güte, war sie so traurig. Und nach einer Weile, nachdem wir andere vier, die größeren Schwester, ich und mein Mann, wir haben gut gespielt, sie wollte einfach nicht mehr spielen. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Verstehe Und ich. ich habe dann aber gehört von der einen Nichte, sie hat gesagt, du, eigentlich hätten wir sagen müssen, dass sie eine Bande braucht. Und ich habe gesagt, was ist eine Bande? Und sie haben gesagt, ah, du kannst es an die Das Seite reingeben. hochlassen, wenn die Kleine dran ist, und dann trifft es auf alle Fälle die Kegel vorne, oder? Oder die Genau. Kugel, Kegel heißt das, gell? Und wir haben das gemacht, und du hättest sie sehen sollen. Sie hat sich umgedreht, beide Hände in die oder Arme in die Höhe gerissen, so, ja! Sie war so glücklich. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, sie kann spielen. So, warum erzähle ich das dann überhaupt? Weil am Anfang, wenn wir so beschäftigt sind mit diesen vielen, vielen Bällen, die wir versuchen zu jonglieren, herauszufinden, wie geht das Marketing als Selbstständiger? Was ist meine Positionierung? Wie gewinnt man Kunden? Wer bin ich überhaupt? Und all diese Millionen Fragen und Millionen Marketingmöglichkeiten. Manchmal, was wir benötigen, ist eine Bande. Und diese Bande ist, wir übernehmen die Stimme, ich nehme deine Worte, die Stimme, die Strategien und die Techniken und Methoden anderer. Stimmt, ja. Und wir machen sie zu unserer, und wir machen eine Bande draus, sodass wir ein wenig Erfolg einfach haben, sodass wir ein wenig Spaß haben an unserem Unternehmertum. Und was ich merke ist, und bei meiner Nichte wird es so sein, bald wird die Bande runtergehen, sie wird selber loslegen mit dem Ball, sie wird ihren eigenen Stil entwickeln, ihre eigene Spielstimme, wenn man so will, und sie wird ganz anders spielen als ich und als mein Mann und als ihre Schwester. Aber meiner Erfahrung nach ist,
Meistens muss man die Stimme, die Strategien der anderen für eine Weile ausleihen, anprobieren wie ein Kleid und irgendwann mal das eigene zu machen. Genau. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also das glaube ich auch, dass man, ich glaube auch nur, dass man dadurch auch lernt. Also indem man Fremdes von mir aus einmal anzieht, passt das und sich vielleicht das behält, was passt und das andere wieder ablegt. Aber das ist eine Übungssache und dauert auch wieder Zeit. Es ist so und man darf sich nicht schlecht fühlen deswegen. Ich habe mich schlecht am Anfang gefühlt deswegen, weil ich dachte mir, Mann, ey, ich will originell sein, ich will meine eigene Stimme finden. Hört man auch immer, ja genau. Ja, ich will meine eigene Positionierung haben, ich will anders sein und all das. Das ist okay für den Anfang. Ich meine, als ich Coaching gelernt habe in Wien bei Trinity, bei Roman Brown, ich habe ihn immer auf der Bühne gesehen und ich habe hingeschaut, während er die Demonstration gemacht hat, den Coachee neben ihm und die Gespräche. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal geguckt, was ist seine Mimik und Gestik? Fasst er den Kunden an oder nicht? Wie baut er Rapport über Körpersprache auf, über Stimme? Und am Anfang, als ich begann zu coachen, habe ich einfach das nachgemacht. Ja. Gott sei Dank, weil das hat mir einfach Sicherheit gegeben. Ja. 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 Und jetzt habe ich meine sehr spezielle eigene Stimme. Und ja, das hat sich entwickelt. Über 6 Jahre. Genau, nicht über Nacht. Nein. Liebe Sheila, wir sind am Ende. Ich danke dir vielmals. Hast du vielleicht noch irgendwie, haben schon wahnsinnig viele Tipps losgelassen, hast du noch irgendwie so einen ganz speziellen, über den wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, den du gerne unseren Zuschauern mitgeben möchtest, was dir noch einfällt? So ein Abschlusswort noch? Also, was fällt mir ein? Ich kann dir nur sagen, womit ich mich beschäftige in letzter Zeit. Ja, bitte. Und zwar mit der Frage, muss jedes Business wachsen, muss jedes Business groß sein? Und meine Antwort darauf ist nein. Okay. Und warum erzähle ich das? Weil vielleicht ein letzter Hinweis auf dem Weg. Es wird sehr, sehr viel erzählt. Ich erzähle heute viel. Du hast dein Senf auch dazu gegeben. Wir haben eine Meinung, wir haben Erfahrungen gemacht. Und andere auf dem Markt sagen dir ganz viel und suggerieren ganz viel. Und vielleicht auch noch Gegensätzliches. Gegensätzliches. Und jeder meint es gut, und weil jeder eigentlich nur das weitergeben möchte, was er gelernt hat und was für ihn oder sie gut funktioniert hat. Und nehmt ihr einfach, werdet ihr gewahr, werdet ihr bewusst, wann nimmst du was als Bander und wann hörst du auf deine eigene innere Stimme, deine eigene innere Weisheit, und stell ruhig in Frage die ganze Ideen, die suggeriert werden, wie man muss wachsen, man muss schnell wachsen, man muss überhaupt ein Geschäft in dieser Form haben oder nicht anders. Und entwickle die Fähigkeit, deine innere Weisheit zu beratschlagen. Sagt man das? Ja, herauszuholen. Herauszuholen. Also das ist einige der wichtigsten Fähigkeiten, die über Zeit für dich wichtig wird, denke ich. Und für mich und für dich, Silvia, für uns beide. Für uns alle, genau. Ich finde es ein sehr schönes Abschlusswort, dieses sich auch zurücklehnen können, sich auch aus dem ganzen Trubel und wachsen und schneller und besser und einzigartiger und ich weiß es nicht, was wir da alles suggeriert bekommen, auch mal zurückzulehnen und sagen, muss denn das überhaupt sein? Muss es für mich auch sein? Oder was ist denn überhaupt mein persönlicher Erfolg? Ist es denn der, den jetzt die Nachbarin hat oder was ich gehört habe? Liebe Sheila, ich danke dir vielmals, war wieder sehr, sehr spannend. Fand ich auch super. Sehr gut gefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Ich hoffe auch, bei uns ist nämlich gerade der Frühling eingezogen. Ich bin ganz glücklich. Ich höre die Vögel und sehe der graue Himmel. Das heißt, die Sonne kann nicht weit sein. So, dann werden wir noch ein bisschen in die Sonne rausgehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und danke vielmals, liebe Sheila. Dankeschön, Silvia. Danke. Danke dir.